Herr Ober! Diese frische Luft hier draußen macht mich ausgesprochen hungrig. Die Ober hier haben Rollschuhe an. Vielleicht kommt dann auch das Essen schneller. Herr Ober! Einen Moment, mein Herr! Oh nein, bitte nicht schon wieder. Was macht denn der hier? Verfolgt er mich? Guten Tag, mein Herr, und willkommen in Charlies draußen auf der Terrasse Frischluftcafé. Hier können Sie in Ruhe essen und gleichzeitig frische Luft einatmen. Ich würde sehr gern etwas bestellen, bitte. Sie wissen ja, auch wenn man Sie nicht sehen kann, die Luft befindet sich überall hier. Atmen Sie ein und es ist nicht einfach wunderbar, wie frisch sie ist. So frisch wie hier in Charlies Frischluftcafé. Oh, Sie sagen es, aber wie wäre es jetzt mit einem frischen Essen? Na klar, wie Sie wünschen. Ich bringe Ihnen sofort die Karte. Oh, hey. Wird ja richtig windig hier draußen. Oh, entschuldigen Sie, mein Herr. Bitte schön, hier ist die Karte. Oh, das war die Karte. Da haben Sie recht. Luft bewegt Dinge. Denn aus schöner, frischer Luft wird in der Regel Wind. Und wird aus der frischen Luft Wind, dann bewegt sie Dinge, zum Beispiel Speisekarten. Und Blumen. Warten Sie, ich bringe Ihnen eine neue Karte. Vergessen Sie es, schon gut. Ich werde lieber drinnen essen. Aber drin warten Sie mindestens 20 Minuten, mein Herr. Im Klartext eine Stunde. Ich empfehle Ihnen, nehmen Sie ein Käsebrötchen. Das ist ausgesprochen nahrhaft und dazu auch noch schwer. Na schön, dann nehme ich ein Käsebrötchen. Gut. Charlie, gib mir ein Käsebrötchen auf einer Bleiplatte. Das ist ja fast ein Hurrikan da draußen. Oh, inzwischen habe ich aber wirklich Hunger. Na, hoffentlich beruhigt sich der Wind bald wieder. Oh, oh. Wünsch mir viel Glück, Charlie! Los geht's! Hier ist Ihr Brötchen! Aber hallo! Luft bewegt demzufolge auch Käsebrötchen. Mein Käsebrötchen ist davongeflogen. Mir reicht es jetzt. Ich geh jetzt lieber nach Hause. Nicht so schnell, mein Herr. Sie müssen noch bezahlen. Bezahlen? Das macht 3,50 fürs Brötchen. Was ist mit dem Wind? Tja, das ist ein anderes Problem. Der Schlingel ist nie da, wenn man ihn mal wirklich braucht. Nicht wahr, mein Herr?